Hallo zu On Air, dem Airline Manager. In der letzten Folge, die zugegebenermaßen schon etwas her ist, haben wir ja eine von diesen Level-Missionen gemacht und mussten 4 Flüge abschließen. Das Video war so lang, ich habe es in 2 Teile geteilt. Und wir haben direkt eine neue Level-Mission bekommen und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Vorher gibt es dann aber auch noch mal ein paar Gedanken zum Spiel an sich. Also, die neue Level-Mission, finde ich ja cool, hat jetzt 5 Legs. Wir müssen von Busch nach Genf, von Genf nach Sestri, von Sestri nach Saint-Exupéry, hier, dann nach Orio, Alserio, klingt erstmal absolut Weltklasse, L-I-M-E, da, Iserti, genau, und dann von Orio nach Montichiari. Zack, 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 zack. LPO. Also so, 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 so und dann noch ein kleines Stückchen weiter. Das sind eine ganze Menge Flüge, aber in einer natürlich absolut Weltklasse-Gegend. Die möchte ich auch auf jeden Fall machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Geld, was wir haben und verdienen. Ich hatte nämlich Folgendes vor. Aber der Reihe nach. Also für diese 5 Flüge gibt es 3.360, was sind wir hier, glaube ich, Euro, ne? Ich glaube, es gibt deutlich mehr XP, als es Geld gibt, denn viel Geld ist das, um ehrlich zu sein, nicht. Wenn wir mal gucken, ich habe jetzt 13.300 Cash. Das ist echt wenig. Ich habe nämlich überlegt, dass wir uns ein neues Flugzeug besorgen. Die Cessna ist zwar so ein schönes, ja, ich sage jetzt einfach mal Schulflugzeug, aber ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Zuladung wäre natürlich für so ein Spiel echt ganz gut. Deswegen bin ich einfach mal, wie bin ich da hingekommen? Aircraft und habe mal geguckt, wie lange habe ich denn überhaupt die Cessna noch geleased? Und dann musste ich, glaube ich, auf die 3 Punkte und stelle fest, Leasing Ende. So, wie ist denn das jetzt wieder geschrieben? Ah, der 7.4. Das ist also morgen. Heute ist der 6.4. Und am 7.4. endet das Leasing für diesen Flieger. Genau, jetzt. War kurz verwirrt, aber ja, ist natürlich andersrum geschrieben, warum auch immer. Das bedeutet, dass wir noch einen Tag die Cessna haben, bevor wir uns ein anderes Flugzeug leasen können. Und ich liebäugel ja ein kleines bisschen mit einer DA-62, vielleicht eine Coronado, eine G-58 wird wahrscheinlich schon wieder etwas teurer werden. Nichtsdestotrotz brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und deswegen würde ich jetzt einfach gerne noch mal ein bisschen Geld verdienen. Ich habe dann geguckt, ich habe ja mal diese Company Routes erstellt. Zeige ich euch mal. Ich habe das alles, glaube ich, auch nur so halb verstanden. Vielleicht kann mir der ein oder andere dazu auch noch mal was in die Kommentare schreiben. Custom Company Routes, da habe ich ja einfach mal jeden Tag die Woche einen Flug von Busch nach Stuttgart und von Stuttgart wieder zurück nach Busch erstellt. Anscheinend kann ich diese 5 hier, die könnte ich jetzt machen. Heute am Samstag kann ich wohl diesen Friday-Flug noch machen. Einige von denen habe ich auch schon mal gemacht. Das seht ihr hier, mit denen habe ich schon Geld verdient. Aber ihr seht ja, wie viel ich damit verdiene, ne? Also selbst wenn ich jetzt ganzen Flüge von Busch, das wären jetzt 3 bis Stuttgart, wären wir so bei, naja, ungefähr 400, nicht ganz 350 Euro, die man machen würde, abzüglich natürlich noch der Leasingkosten und des Sprits und so weiter und so fort. So richtig viel ist das nicht. Also, um Geld zu verdienen, habe ich ein bisschen weiter geguckt und denke mir, wir werden mal einen oder den anderen Charterjob machen. Idee war, wir gucken einfach mal, wir sind jetzt in Busch, ich bin also zurückgeflogen von Genf nach Busch, außerhalb der Aufnahme. Und wir gucken einfach mal, was für Jobs angeboten werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da waren vorhin, als ich geguckt habe, ein paar interessante dabei. Zum Beispiel kann man mal hier gucken. Gibt tatsächlich 1000 für eine Strecke. Gut, das sind jetzt, nee, hier Distance, 28 nautische Meilen. Ich kriege 1000 für 28 nautische Meilen. Das ist doch ein Schnapper. Nichts Zerbrechliches bei, kein Timejob, da würde ich ja das Geld noch verstehen.
Aber 5:51 Credits per 1000 Pfund per Meile. Ach so, hier ist es viel mehr, weil es ist viel weniger Pfund. Okay. Das ist also so eine Dreierbeziehung. Ich hätte mir gewünscht, es wäre nur Euro pro Meile. Wir gucken mal. 620 für 12. Das ist ein absoluter Hammer. Für 12 nautische Meilen. Was ist das, ein Atomsymbol? Ja, ob ich jetzt radioaktives Material transportieren möchte, weiß ich nicht. Aber im Grunde wäre das ein relativ easy Flug. Wir fliegen hier los, hier rum. Einmal hier, das kleine Stückchen über den Fluss und müssten dann ja hier schon fast. In welche Richtung ist der? Ah, das ist ein privates Camp. Na, dann machen wir das auf jeden Fall. Der Kumpel braucht... Ich will nicht wissen, was er da macht in seinem Zelt mit radioaktivem Material. Aber, Entschuldigung, bei 620 Euro stelle ich doch keine Fragen. Okay, wie machen wir das jetzt? Rechte Maustaste hilft nicht. Haken ist Takes this job. Machen wir. Takes this job. Job accepted. Okay. So. Zack. Ihr merkt, ich bin nicht unbedingt voll auf der Höhe, wie das hier alles funktioniert. Hier wäre ich sicherlich auch irgendwie anders reingekommen. Und jetzt ist das dieser Flug hier. Wunderbar. Cargo 332 sollten wir reinkriegen. Plus Start a Flight. Ja, in der Cessna. Maximal Payload, kein Problem. Wir haben die Sitze ausgebaut. Easy. So. Den Rest kriegen wir doch so irgendwie hin. Ich stelle nochmal auf Live-Wetter gerade. Das kann alles so bleiben. Was ist jetzt genau? Ach so, hier noch? Nee. Pilot ist richtig. Sprit ist richtig. Weight is not valid. You need to validate fuel and payload. Ah, wir haben etwas zu viel Sprit, also zapfen wir ein bisschen was ab. Validate. So, jetzt passt es. Fly now, UTC offset. Das passt. Ah, das passt jetzt mit unserer Zeit irgendwie. So. So müsste es passen. Okay. Gut, dann gehen wir in den Flugsimulator. Setzen uns nach LSZC in unserer Cessna, die habe ich schon mal ausgewählt. Wir starten ja ganz gerne hier hinten. Wind, gucken wir mal, 200. Also müssen wir in die Richtung raus. Kein Problem, das spielt im Grunde für den Flug überhaupt gar keine Rolle. Das können wir machen. Absolut Weltklasse, habe ich ja richtig so ein Private Camp. Mal gucken, da werden wir erstmal einen Überflug machen, würde ich mal vermuten. Finde ich ja richtig gut. So, normalerweise könnte man den Cutting Screen jetzt rausschneiden. Ich laber jetzt gerade nochmal drüber. Beziehungsweise wir gehen so lange nochmal kurz in On Air rein. Dann gehe ich hier schon mal auf Fly Now. Dann startet er schon mal die ganzen Geschichten hier. Hier ist unser Basecamp. Die Karte hilft natürlich beim Navigieren auch ein bisschen, ist klar. Und solange das jetzt nicht in den Flugsimulator reingeladen ist, werden jetzt wahrscheinlich auch diese ganzen Sachen noch nicht stimmen. Das müsste aber sich jeden Moment erledigt haben. So, zack. Payload passt nicht. Da können wir auch Autoset machen, damit er das uns mitsetzt. Und jetzt schaut mal her, ich werde verrückt, hier in der Schweiz, da hat es nochmal geschneit und das Anfang April. Was habe ich denn jetzt gedrückt?
Irgendwas gedrückt, was die Kamera. Aha. Weiß nicht, was es ist. Neigen kann ich. Nur Winkel kippen nicht. Okay, dann machen wir es anders. Raus aus der Drohnenkamera, rein in die externe Kamera. Ja, ein bisschen geschneit. Super. So, ich klicke auf Start Tracking, dann dürfte sich ein ganz bisschen was verändern. Wir gucken mal, ob wir das an der Beladung des Flugzeugs sehen. Tatsächlich, ja, deutlich hecklastiger. Wir sind deutlich stärker beladen. Und dann fahren wir das gute Stück mal hoch. Das geht ja Gott sei Dank relativ schnell. Master Switches an, Avionic Master an, Enough Beacon an. Fuel Flow, das kann auch weg. Wir machen das auch an. Das fährt hoch. Wunderbar. Kurzes Gepiepe. Wir drücken einmal B für den optimalen Luftdruck. Kann ich parallel nochmal Volanta starten. Wobei, der wird uns jetzt natürlich... Nee, Volanta macht keinen Sinn, weil ich habe ja, ich lande nicht auf dem richtigen Flughafen. Aber wir können zumindest mal gucken, der Luftdruck ist 10,20. Hat er auch fast eingestellt, korrekt. So, das brauchen wir auch. Hier stelle ich mal 4000 ein, for what it's worth. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das wirklich brauchen. Wir gucken mal. Motor an. Bei FS Realistic Clear Prop müssen wir anmachen. Das ist hier ausgewiesen. Sicht Reset. Klappen auf 1. Taxi. Und dann geht's los. Flight Control Check. Parkbremse raus. Wäre eine Idee. Und ich bin so happy mit unserer Base hier in Boosh. Das ist so gut. Überlegt mal, jetzt ist hier, was ist das denn für ein Ding? So ein komisches Rolltor hier? So, da kann man hier dieses Ding noch zumachen. Sehe ich das richtig? Nee, ne? Doch, bis hierhin. Schaut mal. Hier ist auch eins. Da kann man hier zumachen und hier zumachen. Verrückt. Gut. Hier ist ein leichter Hügel drin. Wir sind natürlich sehr schwer. Wir können mal in das Weight and Balance reingucken. Wir sind eigentlich sogar überladen. Center of Gravity stelle ich mal ein bisschen um. So, Vollschub geben, um hier aus dieser Kuhle rauszukommen. Schade für eine Premium-Szenerie. Verstehe ich das immer nicht mit diesen Höhenunterschieden, wenn ich ehrlich sein darf. Insbesondere, weil das Ding hier wirklich teuer war mit 20 Euro. Finde ich das dann immer schade, wenn dann solche Sachen drin sind. So, Durchgang verboten. Gilt für Fußgänger, sind wir ja nicht. Boah, wir sind wirklich schwer, ich merke das richtig. Alles unter 50% Schub ist Makulatur. So, ATC habe ich mir natürlich alles jetzt nicht angeguckt. Wir landen ja da irgendwo mitten im Nirgendwo. Dann brauchen wir das auch nicht. So, wir backtracken jetzt nicht. Die Bahn reicht uns locker aus. Würde man, glaube ich, im echten Leben nicht machen. Ich habe mal gehört, jeder Meter Startbahn, der hinter einem liegt, ist Quatsch. Soll alles vor einem liegen. Machen wir die Lichter noch schick. Landelicht, Taxilicht, Strobes. Trim, Take-Off passt. Der Rest passt auch. Reset. Und dann hoffen wir, dass bald das Sim-Update 15 rauskommt und diese Bleed-Through-Texturen dann nicht mehr da sind. Airspeed Alive.
40 Knots. Wir sind unglaublich schwer. Rotate. Guckt euch nur mal die Gegend hier an, ne? Muss mal aufpassen, dass ich nicht zu langsam werde. So. Dass das nochmal geschneit hat, ist ja wohl richtig nice. Wir achten mal ein bisschen auf unsere Geschwindigkeit und dann gehen die Klappen rein. Trimmen uns mal ein bisschen hecklastiger. Und wir bleiben erstmal ein bisschen auf Manual. Hier ist die Autobahn. Der kann man schön folgen, um hier aus diesem Tal rauszukommen. Fuß hoch, 75 Knoten. Dann macht die Autobahn hier so eine Kurve. Und der folgen wir dann bis zum See. So, Speed haben wir gut drauf, das ist in Ordnung. Außerhalb des Tals hat es wohl nicht so geschneit. Lustig, hier ist es grün, hier ist alles weiß. Schön, ne, hier die Ecke. Stelle ich mir wirklich schön vor. Kleiner Hafen hier. Gut, und was ich gesagt habe, war ja, dass wir dem See folgen. Also das hier ist diese eine Bucht. Mach mal den Simulator hier außerhalb etwas leiser. Das hier ist diese eine Bucht. Und wir müssen, das hier ist der große See, sondern wir müssen hier rein. Und wir sind jetzt auf 3000, das ist in Ordnung. Dann stellen wir 3000 ein. Autopilot geht an. Altitude Hold Mode. Na, bis zu den 3000 kann er noch steigen. Der Rest passt. Wir nehmen etwas Schub aus dem System. Und gucken uns das hier nochmal entsprechend an. Also, da hinten, wir kommen hinter diesem Berg. Der Flughafen ist genau hinter diesem Berg. Super mit dem Verschneiten hier. Haben jetzt die 3000 eingestellt. Das passt. Und fliegen jetzt hier rein. Nee, gar nicht. Wir müssen da rein. Dann. Heading. So. Heading. Zack. Jetzt habe ich mich geirrt. Das hier ist ja... Da hinten ist Luzern. Da. Das müsste Luzern sein und wir müssen hier rein. Hier hinten sieht man schon diesen anderen See, über den wir müssen. Und ich kann euch nur sagen, ist das nicht einfach nur wunderbar? Viele fliegen ja beim Flugsimulator mit... also natürlich kann ich das nachvollziehen bei den Passagiermaschinen, dass viele sagen, naja, Start und Landung finde ich lustig, dann... Zwischendrin ist es so langweilig und so weiter, aber gerade die VFA-Fliegerei, die macht man einfach viel zu selten im Flugsimulator. Diese ganze Welt ist genial. Und wenn jetzt mit SimUpdate 15 noch ein bisschen mehr Performance kommt, mit dem Flugsimulator 2024 dann höchstwahrscheinlich die Multicore-Unterstützung. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also ich weiß nicht, was die klassische Definition von Fanboy ist, aber ich würde mich da irgendwie, glaube ich, reinzählen. So, wir können mal rübergehen zu On Air. Gucken uns das Ganze hier mal an. Also, hier sieht man das schön. Hier sind wir rum.
Ich gehe jetzt, wenn wir gleich im Flieger sind, noch mal ein kleines bisschen aufs Heading, dass wir noch ein bisschen mehr nach links gehen. Und hier ist dann unser Camp. Und ich habe keine Ahnung, ob man das in irgendeiner Form sieht oder ob ich dann einfach hier auf dieser Straße lande. Wir fliegen auf jeden Fall, wir orientieren uns an der Brücke zwischen Fluss und Straße. Das sollte man hoffentlich sehen. Und wir gucken uns das erstmal an. Hier sind nochmal Berge. Da müssen wir mal gucken, wie hoch wir da müssen. Jetzt hakt das Programm hier. Na, es wird sich schon gleich wieder fangen. Wir gehen mal so lange wieder in den Flugsimulator. So, da sind diese Berge, von denen ich gerade sprach. Dann sind wir wahrscheinlich etwas niedrig. Wir gehen mal 500 Fuß nach oben. So, jetzt hat sich auch On Air wieder gefangen. Also wir gehen 500 Fuß nach oben mit 500 Fuß pro Minute. Denn wir müssen hier irgendwie hoch. Zieh mal ein ganz bisschen den Gemisch raus. Soll nicht zu fett werden. Also generell ist das eine gute Idee, aber auch im Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Man konnte hier ja auch... Wie ging denn das? So, ne? Genau. Also wir fliegen jetzt auf das Ding zu. Da sagt er jetzt erstmal, wir sind jetzt bei 3,3. Unser Speed gibt ein bisschen mehr Schub rein. Wäre ein bisschen langsam. Da sagt er uns eigentlich, es ist in Ordnung. Aber ich konnte mich nicht immer hundertprozentig darauf verlassen. Ich gebe nochmal 200 Fuß oben drauf. So, Sicht Reset. Wir gucken nochmal von außen. Da ist unser Schatten. So, damit wir die Höhe erreicht haben, können wir wieder ein bisschen Schub rausnehmen. 3,7 passt. Gut, okay. Also. Wir machen erstmal einen klassischen Überflug. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich diese, ob ich dieses Camp jetzt in irgendeiner Form sehe. Ich müsste das, glaube ich, sehen können. Es gibt 3D-Objekte. Aber ist auch für mich neu. Und da sind auch ein Haufen Bäume. Keine Ahnung, wie ich da landen soll. Wir sind jetzt ein bisschen zu weit rechts. Das heißt, ich passe das Heading etwas an. Nummer 60. Ah, es ist mehr 70 so. Oh, ganz schön Turbulenzen. FS Realistic macht das cool. Hier an den Berg hängen und so ist natürlich auch ein bisschen mehr los. So, wie soll ich denn hier landen, bitte? Ah, das ist, glaube ich, hinter dem Hügel. Autopilot geht mal aus. Hier Sicht. Okay. Ihr guckt mit mir, ne? Ich kann das nicht alleine finden. Ich brauche Hilfe. So, wir haben gesagt, wir suchen eine Straße und einen Fluss. Schub geht ein bisschen raus.
klappen mal auf 1. Einfach nur mal, damit wir ein bisschen langsamer sein dürfen. So, das muss irgendwo hier sein. Ich würde mal vermuten hier. Aber ich sehe hier überhaupt nichts. So, wir sind jetzt drüber, direkt drüber, und das soll so ungefähr ein bisschen rechts sein, also hier. Puh, habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nichts gesehen. Klappen voll. Muss auf Speed achten. Wir drehen uns. Ja, ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich jetzt mit dem Thema umgehe. Deswegen landen ist immer besser als nicht landen. Wir landen da jetzt irgendwo. Ich benutze auf dem zweiten Monitor die Karte ein bisschen als Hilfsmittel. Was für eine Gegend. So, und ich würde behaupten, es muss irgendwo hier sein. Hier würde ich jetzt mal landen. Ein bisschen schnell. Bremsen. Oh, 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 oh. Da habe ich aber Glück gehabt. Also, ich habe wohl aufgrund der... Okay, ich zeige euch das einfach, weil ich es selber nicht verstehe. Wir gucken uns das an. Also, Soft Landing hat er mir quittiert. 53, minus 53. Und dann Payloads, too high G-Force. Das war wahrscheinlich dieses Auftitschen dann. Wir sind jetzt... Hier. Das heißt, ich muss ein kleines Stückchen nach da. Okay, ich raff's null. Und dann machen wir das. Klappen gehen rein. Ich kann ja den Kurs ungefähr danach einstellen. So, so sind wir genau drauf. Und nicht zu schnell. Ich habe Angst vor Bäumen hier. Ah, da ist eine Windhose. Ah. Habe ich nicht gesehen. Den Airstrip hier. Habe ich nicht gesehen. Das ist auch irgendwie Teil der Straße, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die Windhose hätte man als Anhaltspunkt nehmen können. Okay, und da ist das Basecamp. Das ist eine Straße hier. Haben die Autos Kollision? Ich hoffe nicht. So. Näher dran geht nicht. Parkbremse geht rein. Dann Lichter aus, Strobes-Lichter, Taxilichter hatte ich jetzt kurz mal an- und ausgemacht, ist klar. Und keine Ahnung, machen wir den Motor aus. Und ich habe das Gefühl, er macht irgendwas. Okay. Your job finished. Dangerous materials. Payload 608.
Mutation, Soft Landing. Soweit so schick. Okay. 13,3 hatten wir. Jetzt haben wir 13,9. Hat geklappt. So, und kann ich von hier auch was wegtransportieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Da müsste ich jetzt den... wie machen wir das jetzt? Okay, ich habe keine Ahnung von diesem Programm. Alle, die sich jetzt auskennen, sagen, was ist los mit dem Mann? Ich kann doch bestimmt irgendwo sehen... Wo kann ich denn so eine Art Logbuch sehen? My Aircraft. Landing Jobs, Work Orders, Business. Verzeihung. Activities. Okay, das ist, da war ich noch nie drin. Was ist das denn? Er muss mir doch Options. Aircraft, Find Airport. Okay, wir gucken anders. Sagt er mir, wo sagt er mir denn, wo man in SWLOG1. Okay, perfekt. SWLOG1. Dann gucken wir mal, ob wir eine Route von hier wieder wegkriegen. SWGOL1. Pacific Airport. SWGOL1. Das scheint nicht zu klappen. Wenn ihr mir sagen könnt, wie ich jetzt von diesem Airport einen Logistik-Jobs. Kann ich das vielleicht aus dem Aircraft-Menü heraus? Ist aber ein bisschen jugendforscht hier gerade. Vielleicht kann ich ihm dann sagen, Find Jobs at the current airport. Ah, da hatte ich gerechnet. So, perfekt. Und er bietet uns jetzt welche an, allerdings LS nicht zu unserem. Ja. Nach Emmen. Keinen richtigen Flughafen. 760. Das ist wieder ein Basecamp. Ah, das hatten wir ja gerade. So, nee, sorry, ich bin doof. Das ist das Basecamp. Hier ist der Flughafen. Ich würde ja gerne, wir sind hier, ist ja Buchs. LSMA wäre gut. LSMA. LSMA. Puh. Ist aber ein richtiger Airport, size 2. Na gut, war ja nicht schlimm. Das wäre dann der Flug wieder zurück. Ja, dann machen wir das doch. Und von da ist es dann wirklich zu uns nur noch ein Katzensprung. Das kann ich dann so machen. Und es gibt nochmal 760. Base Pay. Favorite Job. Okay, keine Ahnung. Wir nehmen den Job. Check FBO Service Available. Nö. War nicht. Wie komme ich jetzt hier? Erst wieder hier rüber. Pending Jobs. SWLOG1 nach LSMA. Start Flight. In der Cessna. Sind wieder etwas zu schwer. Validate Fuel and Payload. Wir haben nicht mehr viel Sprit an Bord. Wir müssen aufpassen. Last 2. Nein, now. Okay. So, dann gehen wir in den Flugsimulator.
Ich drücke Start Tracking. Da hat sich dann nicht viel getan. Okay. Den wieder rein. Lautstärke wieder etwas höher. 3,7 ist, glaube ich, in Ordnung. Da sind wir überall rübergekommen. Das ist okay. Ich mache mal 3,8. 100 Fuß tun nicht weh. Low Fuel, ja. Ist ein Thema. Dann Parkbremse raus. Gucken wir, dass wir hier rumkommen. Und die Frage ist, nutzen wir die Straße? Oh, was mit den Bäumen ist, so eine Nummer, ne? Oder einfach hier über die offene Wiese. Lass mal hier drehen. Sequenzielles Bremsen funktioniert gerade nicht, deswegen muss ich hier diese komischen Bremsmanöver machen. Ich komme hier überhaupt nicht voran. Hier auf der Straße geht es dann besser. Anscheinend gibt es Friction. So, und ich weiß jetzt schon, was passieren wird, wenn ich da durch diese Baumreihe fahre. Also, ich habe mir das jetzt gerade noch mal in der Drohnenkamera angeguckt und das mit den Bäumen wird mir definitiv zu knapp. In die Richtung fliegen wir so auf den Hügel. Das ist mir ein bisschen unsicher, dass wir sind ja auch so unglaublich schwer. Also habe ich mich noch mal umpositioniert, hier eine kleine Schleife gedreht und wir starten jetzt hier Richtung See raus, dann haben wir wenigstens ein bisschen Raum, können hier rechts beidrehen. Wenn ich hier starte, dann sind hier die Häuser und sofort dieser Hügel, das ist mir zu unsicher. Also wir starten, wir versuchen es einfach mal so. So, Klappen voll, Schub voll, Bremse bleibt drin. Bremse geht raus. Ja, wir kommen überhaupt nicht auf Geschwindigkeit. Speed Alive. Oh je, das wird so noch richtig knapp. Mal gut, dass ich mich nochmal umgeparkt habe. 40 Knots. Wir heben ab. Bleiben ganz entspannt. Bleiben ganz entspannt. Klappen gehen ein rein. Storwarnung, aber da wollte ich auch ein bisschen zu sehr hoch. So sehe ich das ein bisschen besser. 50 Knoten, 60 Knoten. Sehr schön. Wir drehen hier rechts bei. Erstmal auf Höhe zu kommen, auf Geschwindigkeit zu kommen. So, jetzt nehme ich die Nase ein bisschen runter. Und wenn wir bei 70 sind, fahre ich die Klappen ein. 70, Klappen rein. Die sind unglaublich schwer. Das darf man nicht vergessen. Und wir drehen jetzt links eine Kurve. Was eine coole Gegend. Ein bisschen mehr Power. Also stellt euch mal vor, wir hätten jetzt eine Maschine, die auch ein bisschen mehr Power hat. Also tatsächlich irgendwie eine G58. Die mit ihren zwei Motoren würde hier rausschießen. So, wir sind auf 3000. 80 Knoten, alles stabil. Sehr gut. Huiuiui, das war aber knapp. Ihr habt es gesehen. Also da war nicht mehr viel bis zum Wasser. Auf dieser
Graspiste ist, hat man wirklich kaum Geschwindigkeit aufgebaut. Und wenn ich mir so ein Basecamp irgendwo hinsetzen würde, dann glaube ich, würde ich immer sehr darauf achten, dass man damit irgendwas landen kann, was ein bisschen größer ist. Also ich will jetzt nicht sagen mit einem 320, das ist Quatsch. Das wird man wahrscheinlich in Deutschland kaum finden. Aber zumindest, sage ich mal, mit einer C208 Caravan oder so. Irgendwie sowas. Das Video geht jetzt auch schon ganz schön lang, aber eigentlich spielt es ja auch keine Rolle, ne? Kann ja mit Kapiteln arbeiten. Wenn also Bedarf ist, zu skippen, dann guckt mal, ich habe sicherlich Kapitel eingefügt. Wir können ja mal Direct to LS MA M A Enter, Enter. Dann gehen wir hier rein. 16 nautische Meilen. Was ist das? Ich jetzt alle so 10 Flüge habe ich mal so einen komischen Alien-Spike in der Szenerie. Keine Ahnung, wo das herkommt. So, 3,8. Sollte an Höhe reichen. Macht natürlich viel kaputt jetzt, ne? Muss man einfach mal sagen. Autopilot geht an. Altitude Hold Mode. Das passt. Geschwindigkeit passt. Wir nehmen ein bisschen Schub raus, damit sie sich nicht so quälen muss. Wir haben auch nicht unendlich Sprit, aber meine Anzeige hier zeigt, dass wir mit der Geschwindigkeit noch 42 Minuten fliegen könnten. Das ist schon beeindruckend. Mal so. Du sie wieder ein bisschen leiser. So, LSMA. Wir nutzen die Chance mal. GSX kann aus. Loading Navigraph Charts. Mal gucken. Search LSMA. Okay, keine Charts für LSMA. Aber zumindest hier sehen wir was. Also, aus der 1.9 herauskommend. Wir sind schon hier. Das heißt, wir orientieren uns... Aha, das ist die, den habe ich schon mal gesehen. Wir orientieren uns also wieder am See. Wir nutzen jetzt gleich diese Spitze vom See und ziehen uns dann hier so rum. Und werden dann hier versuchen zu landen. Mach gerade mal Folgendes auf dem anderen Monitor. MSF ist LSMA Scenery. Und da gibt es tatsächlich... Ah, das ist eine Airbase. Gibt es doch tatsächlich eine Gratis-Szenerie für LSMA. Ja, dann bauen wir das auch noch mit ein. Das kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Das machen wir. Also, wir merken uns jetzt erstmal One-Niner. Hier über den See. Hier an der Autobahnbrücke. Das ist ja direkt bei uns dran. Da brauchen wir dann weiterhin nichts. So, jetzt ist der komische Mümpel auch weg. Vielen lieben Dank. Heading. Machen wir mal so 2-1. Heading bitte. Die Szenerie ist nur 24 Kilobyte groß.
Das ist aber nicht sehr viel. Tja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir gucken mal, wie er so aussieht. Kann es jetzt eher eh nicht ändern. Ich werde nachher mal googeln, ob es in Bouches ein gutes Hotel gibt. Das wäre doch mal was fürs erste Community-Treffen. Jetzt mal einen Flug abbrechen hier auf in Volanta. Der versteht überhaupt nicht, was ich hier mache, mitten auf dem Acker landen. 110. Noch 7 Meilen, dann fange ich mal an zu sinken. Da ist diese Einfahrt. Ich Altitude von Alp nach Mill ist 1450. 1450, dann wären 2000 ja eigentlich ein ganz guter Wert. So, wir drehen das Heading ein bisschen nach links. Ich möchte über dem See bleiben. So. Jawohl. Approach started. So, wir sind sehr schnell. Ganz bisschen Schub raus. Aber eben mit 120 sind wir ja immer noch perfekt im Rahmen. Kein Problem. Aber wir sinken etwas langsam für meinen Geschmack. Es sind nämlich nur noch 5 Meilen. Frag mich, was der See hier für eine Wasserqualität hat. Von so einem Schweizer Bergsee erwarte ich ja, dass man quasi sich Mineralwasserflaschen abfüllen kann. Wäre schon cool. So. Da muss das irgendwo sein. Autopilot geht aus. Deswegen bleibe ich mal hier rechts am Hang so ein bisschen, damit wir auf jeden Fall möglichst viel Platz haben für die Kurve. So, wir sind weiterhin sehr schnell. Schub geht raus, Klappen 1. Trimmen wir uns ein bisschen nasenlastiger. So, passt. Da ist der Flugplatz. Auch hier wieder so eine Straße. Rechts, das ist ja einfach der Hammer, ne? So, auf die Geschwindigkeit achten. Und wir beginnen mit der Kurve. Klappen voll. Ah, ein A23 möchte ich hier nicht landen. Ja, wir haben eine Papi. Hier weiß. Ah. Bleed through der Texturen. Aber die Papis funktionieren nicht richtig, weil 4 weiß stimmt auf jeden Fall nicht bei meinem Winkel. Noch ein bisschen Schub raus.
Minus 17. Haben rein. Ach, der ist doch eigentlich ganz schön gestaltet hier. Ich habe parallel hier links ein bisschen gelesen, die dass die Premium-Szenerie packt hier nur ein paar Hubschrauber hin und so. Das brauchen wir dann nicht unbedingt. Können wir es auch so machen. Aber cool, ne? Dass wirklich für fast jeden Flughafen irgendjemand irgendwas gebastelt hat. Ich wünschte, ich könnte das auch. Könnte man mal den einen oder anderen kleinen Flugplatz hier in der Gegend ein bisschen aufpimpen. Falls jemand von euch weiß, wie das geht oder ein gutes Video kennt, schreibt es mir ganz gerne mal in die Kommentare. So, ich würde sagen, so richtige Parkplätze erkenne ich jetzt hier nicht. Deswegen drehen wir uns jetzt hier einfach so ein bisschen hin. Zack. 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 Parkbremse. Schub raus. So, Flug finished. Gibt wieder eine Menge XP. Die Soft Landings bringen extrem was. Die bringen extrem was. Hier fehlt mir jetzt, sonst sind das 5. Frage mich. Finished. 760, okay. Geben wir ab. 14,6. Und jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt von hier aus gesehen noch einen Flug zu uns nach Hause? Würde ich fast verneinen wollen. Wir gucken trotzdem. Nach was ist das hier sortiert? Nach Distance. Naja, dann müssen wir das mal von 1. Very. Also weniger als 1 geht nicht. Weniger als 1 geht nicht. Also wird zu nah dran. Gucken mal, aber theoretisch, also man kann da echt gut Geld mit verdienen, ne? Das denke ich mal. Da mache ich nochmal ein Video zu, dass wir hier so ein bisschen zwischen diesen Alpenplätzen hin und her schnudeln. LS hier, der LSW, LOG braucht noch mehr Kram. Perishable Goods, Goods. Die brauchen wir sogar dringend. Gut, wir müssen auf jeden Fall jetzt einmal zurück und nachtanken. Und das machen wir jetzt noch. Das können wir dann machen ohne Fracht. Dazu gehen wir wieder in das Hauptmenü. Aircraft. Prepare your flight. LSZC. Plus 2 Liner. You're about to start a ferry without... Ja. Genau. Wir müssen ja nur nach da. Das ist kein Problem. Start Tracking. Gehen in den Flugsimulator. Da hat sich jetzt dann unser Gewicht verändert. Weil wir ja leer sind, dann können wir das wieder auf normal stellen. Den rein, den an. Taxilichter an. Parkbremse raus, Klappen auf 1. Bisschen Schub. Und dann ab nach Hause. Da können wir dann tanken. Tanken wir nämlich nicht hier, wir tanken zu Hause. Da weiß ich nämlich, wer davon profitiert. So, hier fährt ein LKW über die Startbahn. Wir sind doch hier nicht in Gibraltar. So, und die Taxiways. Bisschen merkwürdig. Aber wir sind sehr leicht. Und, nehmen wir nicht die ganze Bahn, dann nehmen wir hier die halbe Bahn. Cool, aber hier selbst, es gibt hier Taxiway-Markierungen und so. Merkwürdig. Ein richtig echter Flughafen. Ja, aber die Militaries haben gesagt, sieh mal zu, dass du Land gewinnst. Dann machen wir das auch, ne? So, ohne viel Gezuppel. Landelichter, Taxilichter, Strobes, Schub, Sicht, Reset. Und dann ab dafür.
Airspeed alive. 40 knots. Rotate. So. Das ist jetzt mal ein wirklich einfacher Flug. Knoten, klappen gehen rein. Wir müssen nämlich nur hier rüber, da zwischen dem großen, huch, wollte ich mal zeigen, da und dann müssen wir zwischen rein. Schub geht schon mal ein bisschen zurück, ich brauche gar nicht so schnell werden. Die Klappen eigentlich auch draußen lassen können und so weiter und so fort. Landelichter aus mache ich jetzt auch alles nicht, habe ich vorhin auch nicht. Acht ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Dann landen wir bei uns, dann tanken wir erstmal nach. Oder das machen wir dann vor dem nächsten Flug. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir dann tatsächlich schon auf ein neues Flugzeug wechseln. Ich würde gerne, um ehrlich zu sein. Coronado DA-62 wäre natürlich was Feines. Ich hätte gerne irgendwas mit der Range. Ich würde gerne den Flug, ich will ganz ehrlich zu euch sein, den Flug Buchs-Hannover etablieren. Dafür müssen wir den aber erst einmal hin und einmal zurückfliegen. Dafür brauchen wir aber auch ein Flugzeug, was die Strecke schafft. Das hätte auf jeden Fall was. Aber so diese kleinen Missionen, das erinnert mich auch so ein bisschen an Neofly. Kann ich übrigens auch die Empfehlung nochmal rausgeben, wer das Format noch nicht kennt. Neofly Rogue spielen wir im Moment. Livestream-Format, welches dann auch als Folgen rauskommt. Klappen 1. Mach nochmal so einen kleinen Schlenker hier. Also im Moment wieder, Gott sei Dank, deutlich mehr Flights im Content hier auf dem Kanal. Das ist in letzter Zeit einfach zu kurz gekommen. Und auch in so einer schönen Kurve. Klappen voll. Bisschen trimmen. Oh, wir kommen sehr hoch rein. Geht aber noch. Wir müssen ja nicht ganz vorne aufsetzen, auch wenn man das, glaube ich, in echt macht. Den Rest müssen wir dann nur taxieren. Also ich halte mich da streng an den Kodex von Captain Baloo. Der hat mit seiner Seegans auch immer ein paar Sachen gemacht. Der wusste, was er tat, deswegen war das auch nie gefährlich. Okay, so, dann versuchen wir nochmal eine Soft Landing. Minus 24. Klapp mal rein. Oh, wir fahren hinten runter. Cool. Sehr, sehr cool. Also, on air, das mit dem kleinen Bushcamp da fand ich richtig cool. Ist die Frage, ob wir die Cessna vielleicht noch ein bisschen behalten und noch mehr von diesen Bushcamps abfliegen wollen. Ich glaube, dafür wäre die schon besser. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich versuchen, beim nächsten Mal ein etwas größeres Flugzeug zu bekommen. Insbesondere mit etwas mehr Reichweite, das wäre mir wichtig. Und vielleicht ein paar mehr Knoten. Fliegt ja auch 120, das ist schon okay. Aber ich würde auch gerne bei der neuen Maschine dann nicht die Sitze ausbauen und mal Passagiere transportieren. Würde mich auch interessieren. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht.
So, da war der Hügel wieder. Und wir sind nach einer guten Stunde, knappen Stunde, sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Aber um 1000, fast 1500 Euro reicher. So, das machen wir so. Zack, 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 zack. Nochmal rüber. Nochmal 50% XP-Bonus. Jetzt habe ich mir den Anfangswert nicht gemerkt. Ihr könnt zurückspulen, wo wir gestartet sind vom XP-Wert. Das ist Reputation, ne? Kann man das hier sehen? Ne, hier sieht man nur die beiden Jobs, die wir gemacht haben. 760 und 608. Ja, das hätten wir in der Zeit niemals mit unseren eigenen Routen verdient. Ja, ist dann so, wie es ist. Hier ist die Cessna geleased. Job finished. Reached Level 5. Der Rest passt. Okay, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wartet mal, wir machen... Wartet. So, ich nehme einfach mit. So, das ist doch ein Endscreen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt und was wir als nächstes machen sollten, könnten, möchten. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Spielt ein bisschen Flugsimulator. Fly safe, always happy landings. Bis dann. Tschüss.